Ich habe endlich eine Firma gefunden aus Deutschland, die richtig tolle Hanks macht. Was ist ein Hank? Wozu benutzt man das? Brauche ich das überhaupt? All das schauen wir uns heute an. Heute dreht sich's um die Firma Infinite Design aus Esslingen. Los geht's! Tja, was ist jetzt ein Hank? Ein Hank ist im Endeffekt ein Taschentuch, mehr ist es nicht. Aber nicht so, wie der Opa das hatte zum Reinschneuzen, also das machst du mit den Dingern nicht. Es ist schon ein bisschen was Besonderes, es ist ein EDC-Hank. Und zwar, für mich ist ultra wichtig, dass auf der einen Seite Mikrofaser ist. Ich hatte welche von Mighty Hanks, amerikanisch. Die waren toll, die habe ich verloren. Dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt nochmal bestellen und dann nochmal Zoll. Und am Ende musst du vielleicht sogar noch hinfahren und was weiß ich. Das ist halt schon nervig, wirklich für ein Taschentuch. Ich war in Gießen auf dem Messertreffen, also nicht auf dem Messertreffen, aber ich weiß nicht, ob ihr den letzten Podcast von Maxis Messer-Podcast gehört habt. Da bin ich hingefahren, die Messertreffen ist ausgefallen, die haben ein Haus gemietet, jeder hat sich 500 Millionen Mal getestet, davor, während und danach. Also alles im grünen Bereich, muss man nicht das Amt anrufen. Und es hat einfach Spaß gemacht, dort wirklich Leute zu treffen und sich zu unterhalten und wirklich Leute aus dieser EDC-Szene. Und da, ich habe da auch einen Podcast gemacht, wenn ihr wollt, ich kann euch den unten nochmal verlinken. Es hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich dann endlich mal die Leute gefragt, hey, was benutzt ihr denn für Hanks? Und da wurden mir diese Hanks empfohlen von Infinite Design aus Esslingen. Esslingen ist gar nicht mal so weit von Heidelberg, okay, 1,5 Stunden ungefähr. Und die Jungs haben gesagt, über Etsy kannst du das bestellen. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht, weil, wie gesagt, so ein Hank ist für mich wichtig, vor allem wegen der Mikrofaser, für Brille, Linsen, Displays und so weiter. Ja, geben wir mal zu, es sieht natürlich toll auch auf einem Foto aus, wenn du dann noch so ein passendes Hank zu deinem EDC hast. Ihr habt ja gesehen, ich habe mir gleich mal ein paar davon gekauft. Ich habe erst mal 2, 3 bestellt und als ich dann wirklich gemerkt habe, ey, die sind wirklich so toll wie von den Jungs, ja, dann habe ich nochmal nachbestellt, weil so ein Hank ist wirklich eine coole Geschichte. Für Fotos sieht es gut aus, aber es hat tatsächlich noch einen praktischen Nutzen und das ist ganz wichtig. Ich habe dann auch mal eine Mail geschrieben, also die Dame, die diese Firma leitet, also müsst ihr euch jetzt eine Riesenfirma vorstellen, das ist eine Frau und die macht das alles, die Andrea, die ist super freundlich, die ist super nett. Die schickt auch zusammen mit den Hanks dann sowas. Das ist dann wirklich eine handgeschriebene Karte auf der Rückseite. Ja, also das ist wirklich ganz toll und wünscht frohe Weihnachten und antwortet dir auch auf deine Nachrichten. Das Zeug ist blitzschnell da. Also ich kann es echt nur empfehlen. Hanks, ich weiß, es gibt sehr viele gute. Aber einmal die Leute, die da auf diesem Treffen waren, ich habe denen einfach vertraut, wenn die gesagt haben, hey, das hier ist wirklich toll, kannst du machen. Und die Erfahrung war jetzt wirklich klasse, also bei Andrea, bei Infinite Design dort zu bestellen. Ich habe 2 verschiedene Größen mal bestellt. Ich habe 20x20 bestellt. Das ist ungefähr das, was ich hatte, weil amerikanisch in Zoll, da fehlt irgendwie ein Zentimeter dann. Ich habe auch mal eins in 30x30 bestellt. Und 30x30 ist natürlich größer. Wenn man die faltet, sehen die ungefähr gleich groß aus. 30x30, das wäre diese Größe. Und 20x20, das wäre tatsächlich diese Größe. Und wenn du jetzt überlegst, dass du das hier einfach 2-mal faltest, also zack, zack, hast ein wunderbares Hank, dann brauchst du für das hier nochmal eine andere Methode, das zu falten. Und zwar musst du hergehen und musst du einmal, zweimal, so, und jetzt hast du genau die gleiche Größe gefalten. Und jetzt funktioniert es wieder. 30x30 ist, ja, das ist schon im Brocken. Also das ist schon, ihr seht es, ne, im Vergleich, nehmen wir mal das so im Vergleich dazu, 20x20 zu 30x30, da ist schon ein großer Unterschied. Nichtsdestotrotz, ich wollte auch mal ein 30x30 haben. Ich weiß, für mich ist die richtige Größe das 20x20. Wichtig, wenn er dort was bestellt, dass er halt auch guckt, dass Mikrofaser dran ist. Es gibt auch Hanks ohne Mikrofaser. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Andrea welche hat ohne Mikrofaser, aber es gibt die natürlich auch ohne. Diese Mikrofaserschicht hinten dran ist für mich das absolut Wichtigste bei diesen Hanks. Es wird wohl eher ein kurzes Video. Es gibt auch nicht viel über ein Taschentuch zu erzählen, nur ihr habt eine ganz große, tolle Auswahl.
Ihr habt einen tollen Kontakt, wenn irgendwas ist. Ich hatte zum Beispiel eins, das ist angekommen und das hat, als ich die Brille geputzt habe, ein bisschen geschmiert. Dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Also ich poliere ja gern auch Autos und ich weiß, dass ich Mikrofaser normalerweise ohne Weichspüler waschen sollte. Machen wir auch mit unseren Handtüchern. Wenn du Handtücher mit Weichspüler wäschst oder Mikrofasertücher, Poliertücher fürs Auto, dann verlieren die ihre Eigenschaften. Das bappt dann irgendwie zusammen auf mikroskopischer Ebene. Ich habe sie jetzt mal gefragt, wie es aussieht, können wir die mal waschen? Und sie hat gemeint, ja, kannst du bei 30 Grad Wollwaschgang mit dazu machen. Ich mache es ohne Weichspüler. Hab das Ding gewaschen. Also super nett, hat sofort geantwortet und ja, kannst du machen, mir noch Tipps gegeben. Und genauso habe ich es gemacht und es ist wunderbar, perfekt. Mikrofaser, wenn die ganz frisch ist, wenn die aus der Fabrik kommt, dann kann das sein, dass die mal schmiert. Ja, deswegen, waschen ist auch kein Thema, ist mir persönlich auch sehr wichtig gewesen. Ich kann es euch nur empfehlen, da was zu bestellen. Weihnachten im Glas. Was kann ich euch noch zu Hengst sagen? Probiert es mal aus. Die Dinger kosten irgendwie so 15 Euro. Die ist immer mal ein Sale. Da kriegt ihr auch welche für 11 Euro. Ist auch sehr interessant. Kann man mal machen. Wenn ihr da seid, dann schaut mal. Ich habe auch mal Folgendes gemacht. Ich habe einmal dieses topografische Heng bestellt. Finde ich ganz cool. Na, ehemaliger Soldat. So sahen unsere Karten aus. Und dann gibt es noch diese kleinen Pouches in drei verschiedenen Größen mit einem Klettverschluss. Und hier passt zum Beispiel der Don't Worry Stone super rein. Vielleicht hast du was anderes. Vielleicht hast du irgendwas, das du da drin haben möchtest. Auch nochmal eine schöne Sache. Könnt ihr auch mal auf der Seite schauen. Passend zum Henk. Ja, klar, viele von uns möchten halt die Sachen passend haben. Also das Messer, das Mikata vom Messer muss passend zum Mikata von was anderem sein und dann muss das Heng dazu passen und so weiter und so fort. Also hier habt ihr wirklich ganz tolle Möglichkeiten. Schaut mal hin. Es gibt nicht nur, ich sage jetzt mal, dass ich eher so der langweilige Typ bin. Ich mag alles so ein bisschen geradlinig. Ich habe auch gesehen, da gibt es auch verschiedene andere Designs. Es lohnt sich da auf Etsy mal drauf zu schauen bei Andrea. Wenn ihr euch mit den Hengs auch schon überlegt habt, ob das was für euch ist, wenn du Brillenträger bist und wenn du dir das Video anschaust, dann stehst du auch auf EDC, dann ja, auf jeden Fall. Hol dir so einen Heng mit Mikrofaser, ich kann es dir nur empfehlen. Guck mal, was du findest. Wie gesagt, bei Andrea gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Designs. Also da kommt eigentlich jeder Geschmack auf seine Kosten. Schaut euch da mal um. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt viel zu entdecken und ich würde mich sehr freuen, dich mit an Bord zu haben. Für die, die schon dabei sind, wieder mal was ganz Neues mit den Hengs. Ich bin noch nicht ganz fertig für dieses Jahr, ich habe noch ein bisschen was. Ganz wichtig ist mir, dass ihr euch nicht unterkriegen lässt. Wenn ihr Bock habt, drückt dann noch auf die Glocke, müsst ihr aber nicht. Lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Glendronach, Weihnachten im Glas. Weihnachtswhisky habe ich nicht mehr geschafft dieses Jahr. Nicht schlimm. Glendronach, Weihnachten im Glas. Weihnachtswhisky. Haltet die Ohren steif.